Okay. Was sehen wir da? Es ist so dunkel. Ach so, das ist hier in der Eingangshalle beim Kamin. Und bei dieser tollen Statue. What am I doing here now? Nothing seems real. Oh, da stehen sie alle. You're nothing but a coward. What a bunch of amateurs you are. Please, keep calm. What on earth is going on here? Ja, das wüsste ich auch gern. Ah, es geht hier los. I don't understand a thing. Ich auch nicht, Louis auch nicht. Don't waste any time. Appease them. My thoughts are becoming confused. Help me. Be quick. Yes. Not a minute to lose. Sie beruhigen? Stellen Sie die Gäste korrekt auf. Was? Drücke X, um die Personen entsprechend ihren Beziehungen zueinander zu positionieren. Was? Ihre Beziehung zueinander zu positionieren? Was bitte was? Wie viel habe ich hier? Warte, ich muss gucken. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. 3, 3. Also hier müsste ich, Moment. Hier müsste Holm stehen. I won't let him attack his brother. Hm. Da muss ich jetzt holen, aber wie mache ich das? Achso, positionieren. Ich drücke X um die Position. Achso, kann ich das nur einmal machen? I can count on my father and my son to defend me. Yes. But will they make it in time? Was? Ich bin verwirrt. Wants to isolate me again. Stay with me, Louis. We must take Alazif back from here. Ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Ich muss das jetzt machen. One thing is for sure. My mother and Volnor have the same objective. To find that book. They're following the same trail and must be close to each other. Ja, aber wer steht neben Mortimer? Also ich würde sagen, hier kommt Dingens hin. Gregory. Mortimer bleibt da stehen. Gott, ich habe doch keine Ahnung. Und ich bin ja auch noch hier. Ach du Scheiße. I need to keep an eye on them. Ich habe doch gar nicht so viel. Ich muss keep an eye auf sie. Ich kann das ja wieder nur falsch machen. Ist das? Keine Ahnung, ob das Emily ist. I have to protect my sister. Help me, Louis. Sie muss ihre Schwester beschützen. God damn it. I don't understand a thing. I'm doomed. Keine Ahnung. Also, wie tausche ich die jetzt? Hier. Gedrückt halten, um eine Person zu bewegen. So. Also die stehen bestimmt nebeneinander, oder? So. Doi, die Mutter. Die Mutter, auf welcher Seite steht die denn? Auf jeden Fall auf keiner Seite von denen. Ich habe doch keine Ahnung. Ich muss sie im Auge behalten. Ganz ehrlich, ich kann es nur falsch machen. Kann es nur falsch machen. So. Die ziehen wir hier rüber. Den stellen wir dahin. Die will ihre Schwester beschützen. So. Die haben das gleiche Ziel. Er will alle beobachten. Keine Ahnung, ich dachte so. Nicht richtig, wa? Ist das dann erst, passiert dann erst was, wenn wir es richtig gemacht haben? Oh Mann, ich hab doch gar nicht so viel Zeug um hier alles. Ich vertraue ihm und nur ihm. I must take the book back to him. One thing is for sure. My mother and Volnor have the same objective. To find that book. They're following the same trail and must be close to each other. Warte mal. Ich vertraue ihm, nur ihm. Ich muss ihm das Buch zurückbringen. Ich denke mal, er redet jetzt von Gregory. Also müssen die so stehen?
Okay, was ist jetzt mit uns? I need to keep an eye on them. Ich muss ein Auge auf sie haben, auf sie, auf seine Mutter. Oder auf wen? Was ist mit ihr hier? I won't let him attack his brother. Ich werde nicht zulassen, dass er seinen Bruder angreift. I won't let him attack his brother. Ich werde nicht zulassen, dass er seinen Bruder angreift. Ich bin verwirrt. Das macht bei ihr gar keinen Sinn. He wants to isolate me again. Ach Mann, ich habe doch hier nichts mehr, was ich benutzen kann. That's not really Elizabeth. It's another demon who wants to protect home from Mortimer. On a symbolic level, he should be placed between the two of them. Was? Das war zu schnell. He wants to isolate me again. Ich kann so schnell nicht, Leute. That's not really Elizabeth. It's another demon who wants to protect home from Mortimer. On a symbolic level, he should be placed between the two of them. Okay. Also sie sollte zwischen denen stehen, ja? So. Okay. Aber wo stehe ich jetzt? Ich will sie beschützen. Wen? Er muss nehmen. Sie muss. Vielleicht nehmen den beiden Mädels hier. So. Wo ist auch irgendwie nicht so richtig, ja? God damn it. I don't understand a thing. I'm doomed. I have to protect my sister. Help me, Louis. Ich brauche jetzt hier alles. Wobei ich will es nicht bei ihr, sondern bei ihr machen. Also es ist eigentlich klar, dass die nebeneinander stehen müssen. God damn it. I don't understand. Ich verschwende hier alle meine Sachen. I'm doomed. Emma is completely lost. She needs ja, to danke, to her das ist mir auch klar. As for Emily, well, she no longer trusts anyone. Ah, apart from okay. Me, that is. I have to stay by her side. Also müsste ich die beiden eigentlich nur tauschen. Das hatte ich eigentlich vermutet, aber ob das jetzt dann so gepasst? Ja, na toll. Das mal vorher ausprobiert einfach. Ah, jetzt ärgere ich mich, dass ich es verschwendet habe. Like I've succeeded. They've all disappeared. Louis, it's worked. But don't waste any time. Yes, I'm coming. At least as soon as I found the exit. Super. Ich hab schon so viel Zeit verschwendet. Da steht was, aber das kann ich bestimmt auch wieder nicht nehmen. Man kann hier nicht mal Honig stehen oder dieses andere Zeug, was ich da ständig benutze. Da. Wenigstens eins, yippie. Ich freue mich. Okay, dann gucke ich aber hier drüben auch nochmal. Kurz mal so einen Blick rüberwerfen. Nee, ne, das hier ist auch nichts. Ne, okay. Gut, na dann flinke Füße. Ab zum nächsten Raum. Im Zimmer sind wir jetzt. Verwirrt. Ich weiß es nicht. Ah. Hier steht nichts. Ach, das ist hier Hillsborough's Zimmer. My sister. I should have left her to die when the Tsarina caught her. I really am so stupid. It was obvious that she would betray me one day. That bitch. Wir könnten da eigentlich gleich weiter durchfuschen, oder? Müssen wir mit ihr reden? Wer ist denn das jetzt auch? Ich blick bei den beiden überhaupt nicht durch. Emily? Louis? Louis! Who on earth is... Louis, where are you? I can't see you. In front of you, Emily. She can't see me? Louis, are you dead too? It's complicated. I thought Emma killed you. Oh, yes, that's right. She still doesn't know everything I found out.
Also wir haben sie doch verwechselt. Ach Gott, das war so klar. Emma ist wahnsinnig geworden. I feel responsible for what happened to you, Emily. I made a mistake. I've been thinking it over. No one forced her, Louis. She would have ended up doing it in another place, another time. But she still would have done it. But I thought, how is it that you are here? Can you move around? Unfortunately, I'm not going to be able to explain what's happening to us, Emily. Believe me, I'm just as lost as you are. But you can move around. Maybe because I'm not dead. If you are here without being dead, then there must be a way out. Help me, Louis. I am begging you, help me. I'll do everything I can to find a solution. You promise? Yes, trust me. I must go. Wait, don't leave me. For pity's sake, Louis. But I must if I'm to find a solution. Be brave, Emily. Yes, I understand. I trust you. I'll be back for you, I promise. Louis, help. Don't leave me. Louis, come back. Ja, wir können nicht bei dir bleiben. I must be quick. My memories. Hier was tun. I'm losing my sense. Überleg, wo wir sind, aber wir sind da unten in der Krypta. Are you there? Yes, I'm here. Pick up the thread of my thoughts, Louis. Of my memories. Make haste. Ist ja die korrekte Reihenfolge der Erinnerung von Sir Gregory her. Ha! Ist ja nicht so einfach als das. And coincidentally, who arrives at the same time as Emily? And coincidentally, who arrives at the same time as Emily? Louis de Richer, his son. He brings his four children together. And even then, I didn't react. Stell die korrekte Reihenfolge der Erinnerung von Sir Gregory. Was? Jetzt erstmal lang rennen und mir alles angucken, oder ich verstehe nicht so richtig. The cherry on the cake is I drank his cursed tea. Na, das ist ja relativ am Ende. Das ist so übelst viel. And the cherry on the cake is I drank his cursed tea. He knew I would drink it. The rascal knows me better than I do myself. Boah, das ist doch so super viel. Ich kann ihn doch gar nicht merken. Ist da drin auch noch was? Drüben sind ja auch noch Sachen. Wartet mal. Ich verstehe gar nicht, was damit gemeint ist, der Erinnerung folgen. I can't hold out. Ja, Entschuldigung. Drüben ist halt auch noch ein Bild, das will ich mir auch noch mal kurz angucken. Hier am letzten Rest, ja, am allerletzten Ende. Meine Güte. Oh, da können wir durchgehen. Okay. Who's there? Elizabeth? But you left. Gregory? No. No, you are not Gregory. Something's not right. Gregory, you are in danger. Elizabeth, what's the matter? Who are you? Verschwinde, Louis. Nicht vorstellen. Nicht sagen, nicht verraten, wer du bist. Dich vorstellen. Ach man, komm. My name is Louis de Richer. Oh. Wenn das jetzt aber der Vater ist... ich gehe erstmal davon aus, dass das vielleicht der Vater ist von Mortimer und Rom. Dann wäre das vielleicht nicht so klug zu sagen, dass wir Mortimers Sohn sind. Sarah de Richer's Son. Sarah. I know someone called Sarah. An impure. A spawn of Williams. No, you cannot be her son. She couldn't have children. What's happening here? My son is in danger. Talk. Siehst du, sag ich doch. Okay, das ist jetzt auch schwachsinnig, weil wenn das dann ein super krasser Superdämon ist, weil das der Vater ist von denen allen, dann bringt das doch hier gar nichts, ne? Über die Kreatur sprechen, über Elizabeth sprechen, über die Situation sprechen, über die Kreatur, mit der Kreatur. Weil sie jetzt da mit ihm, also dem Typ da, der in ihr drin ist, ich weiß nicht. Ihm sagen, dass du Mortimer folgst, ihm sagen, dass du Holm folgst. Holm wird sterben.
Sir Gregory has been poisoned. What? Who dares attack my son? It would seem it was Lord Mortimer. William, that vile little traitor. He dared overstep our family rules. No member of the family will you kill. The dog, he will pay for this. Ich will jetzt hier mehrere Sachen machen, ja. Is it you? Your question is irrelevant. Elizabeth was just a receptacle which allowed me to observe William's actions. But I didn't even ask the question. You thought it. Whom do I have the honor of addressing? Ja, das ist nicht schon, aber a mere child. I have no time to waste with you. Okay, na mehr kann ich jetzt hier nicht machen. No, Louis. No. The longer you remain in his presence, the more danger you're in. Just get out of here. Wait. I have a proposal to make to you. I'm listening. William has to pay for what he did. He had no right. No one must ever attack a member of one's own family. That is the law. If you don't want to be involved in all this, let me enter your mind. When the time comes, I will just step in. You mean like with Elizabeth? Elizabeth was not part of our family. She didn't get any choice. But you can't say it worked out well for her. What's to say that once inside, he won't stay there? If I ask my children to respect the rules, then I must do so as well. So, accept my proposal. Ach doch, meine Güte, so ein doofer Vorschlag, weil eigentlich sind wir die ganze Zeit auf Mortimers Seite gewesen. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ich werde diese Schiene von Mortimer auch folgen. Weil ich glaube, das ist doch eigentlich ganz gut, was er da verfolgt. Dass die Menschen quasi freies Geleit haben. Also sich frei entscheiden und entwickeln sollen. Aber irgendwie bin ich mir jetzt mittlerweile nicht mehr so sicher, was da jetzt richtig oder was falsch ist. Aber eigentlich ist es so total wurscht. Weil egal, wie wir uns entscheiden, je nachdem wird halt die Geschichte für uns laufen. Aber ich will nicht, dass der bei uns reingeht, ehrlich gesagt. Aber wir sollen ja wohl ihm jetzt helfen. Wenn ich jetzt ablehne. Oh, Entschuldigung. Wenn ich jetzt ablehne, dann. Dann werden wir doch wohl nicht mehr retten, oder? Ich bleib jetzt auf der Mortimer-Schiene, Leute, sorry. I'm sorry. I'd rather not get involved in your disputes. I understand that you're mad at him, but I refuse to let you use me to get at him. Young fool. Goodbye. No! Come back, or you too shall feel my wrath! Und tschüss. Oh, ist es einfach mal gegangen, ne? Ihr Quatsch weiter, tut so, das seht uns nicht. Wenn du so mächtig bist, mach's doch alleine. So, ja, jetzt haben wir es ihm voll gezeigt. Okay, das war jetzt... Okay, das ist jetzt hier weg. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal an dem nächsten Bild, wo wir waren, da mal dieses Dingens da Folgeerinnerung machen. Um einfach mal zu sehen, wenn ich jetzt hier alles durchgehe von vorne nach hinten und dann wieder von hinten nach vorne zurückrennen muss, um dann das zu machen, ist das, weiß ich nicht, scheint mir ein bisschen zu viel hin und her gerenne. He's coming! And coincidentally, who arrives at the same time as Emily?